Ich arbeite ja viel mit dem Computer, um die Predigten auszudrucken und all das Mögliche. Und mir ist jetzt vor kurzem die Lizenz für mein Schreibprogramm abgelaufen, das ich noch vom Bibelseminar hatte. Und da musste ich auf ein anderes erst ausweichen, mit dem bin ich nicht so zurechtgekommen. Und dann habe ich mir eine neue Lizenz bestellt von OpenOffice. Und ich bin ja ein Computer-Lekastheniker, ich kann eigentlich nichts außer Schreiben und Internet, sonst gar nichts. Und es ist brutal, wie viel so ein Programm kann, so ein neues. Ja, also du kannst alles damit machen, du kannst nicht nur schreiben, du kannst zeichnen, du kannst Bilder erstellen. Das überfordert mich total und ich freue mich aber auch. Aber obwohl ich diese ganze Fülle habe von diesem Programm, habe ich trotzdem einen Kampf mit dem Programm, weil ich komme einfach damit nicht klar, so wie ich es gerne hätte. Das bedarf Wachstum einfach. Ich muss mich da reinarbeiten. Ich fand es einfach ein wunderbares Bild eigentlich auf den Glauben bezogen, denn im Glauben ist es eigentlich genau so. Laut 2. Petrus 1,3, da steht nämlich, dass die Kraft Gottes uns, den Gläubigen, alles geschenkt hat, was zum Wandel hier auf Erden notwendig ist. Also das heißt, es fehlt überhaupt nichts. Du wirst deine Nachfolge in Christus durch seine Kraft bis zum Ende wirklich durchziehen, weil er dir das geschenkt hat. Das ist einfach Realität. Das ist da. Wir haben ja jetzt Karfreitag und die Auferstehung auch gesehen, was der Herr Jesus alles getan hat. Er ist gestorben, begraben, auferstanden. Dadurch dürfen wir Kinder Gottes werden. Wisst ihr, es ist alles da, wir haben die ganze Fülle bekommen von Gott. Eigentlich müssten wir doch strahlen wie die Honigkuchenpferde, die Gläubigen zumindest. Wir müssten doch eigentlich von außen erkannt werden an unserer Freude, was wir alles haben. Naja, ich habe mich mal so selbst angeschaut und dann gucke ich auch meine Geschwister an und da ist das, kommt nicht immer so zur Geltung. Ja, nämlich man sieht ganz einfach, dass die Gläubigen auch bedrückt sind, freudlos, kraftlos, Anfechtungen, Ruhelosigkeit, Unzufriedenheit. Letztendlich, wir haben alle doch Kämpfe in unserem Leben, auch als Christen. Ist ja komisch. Also ich frage mich so, was ist denn eigentlich jetzt los? Ist bei mir was falsch, wenn ich so Kämpfe habe? Ist bei meinen Geschwistern was falsch? Die Frage treibt uns ja um. Und mein Ziel heute mit der Predigt ist, zwei Dinge aufzuzeigen. Einmal, um was sich diese Kämpfe drehen. Und das Zweite ist, dass Kämpfe, die wir auch als Nachfolger Jesu haben, absolut normal sind. Sie sind ganz normal. Und das möchte ich aus der Schrift zeigen und dann auch schauen, woher kommen die Kämpfe. Und was will eigentlich der Teufel, der Feind mit diesen Kämpfen bezwecken? Was will er uns rauben? Und das ist das Thema heute Abend. Ich habe es mal genannt, Kampf um unsere Fülle in Christus. Die Fülle, die jeder Gläubige bekommen hat. Kämpfe sind absolut normal, Geschwister. Wenn von euch einer keine Kämpfe hat, den möchte ich mal hören, den müssen wir mal uns unterhalten. Kämpfe sind einfach etwas Biblisches. Wenn du die Bibel aufschlägst, du siehst die Kämpfe bei Mose, du siehst sie bei David, du siehst sie bei Josef, du siehst sie letztendlich bei unserem Herrn Jesus selbst und du siehst sie bei Paulus. Und der Paulus war ja der größte Heidenapostel. Die Bibel sagt, wir sollen ihn als Vorbild nehmen, gucken, was er getan hat. Und in 2. Korinther 7, die Verse 4 und 5, da schreibt nämlich der Paulus etwas an die Gemeinde in Korinth und da zeigt er ein bisschen seinen Alltag, was ihm so widerfahren ist. Und da sagt er, ich bin sehr freimütig euch gegenüber, ihr Korinther, und rühme euch viel. Ich bin mit Trost erfüllt und fließe über vor Freude. Wenn wir mal hier Stopp machen, das wünscht sich doch jeder, oder? Wir sind mit Trost erfüllt und fließen über vor Freude. Ist das nicht ein Christ? Wisst ihr, als ich noch ungläubig war, noch nie zum Glauben, im Glauben war, da habe ich das Bild immer von den Christen gehabt, obwohl ich eigentlich gar keinen Christen so kannte. Bei den Christen, die fließen immer über vor Freude. Deswegen musste ich mich da immer fernhalten, weil ich war jemand, der nicht so vor Freude überfloss. Ja? Das hat mich eher abgeschreckt. Aber Paulus sagt, er fließt über vor Freude.
Aber der Vers geht weiter. Da steht nämlich, ich fließe über vor Freude bei all unserer Bedrängnis. Hoppla, der Paulus hatte Bedrängnis. Und dieses Wort Bedrängnis hier, das kommt von aufgerieben sein. Aufgerieben sein ist nicht etwas, was schön ist. Als ich mich noch erinnern, wenn ich zurückdenke, so an meine Schulzeit, da habe ich eins gehasst. Da gab es große Jungs, ich war immer der Kleinste, und die haben einen in den Schwitzkasten genommen. Und dann haben sie das gemacht, sie haben mit der Faust am Kopf gerieben. Das ist was ganz Ekliges. Das ist aufgerieben sein, das ist so für mich aufgerieben sein, das ist etwas, wo ich nicht möchte. Paulus sagt, das war sein Alltag, er wurde aufgerieben in seinen Kämpfen, sagt er. Er sagt, denn als wir in Mazedonien waren, hatte unser Fleisch keine Ruhe. Das heißt, er selbst, er hatte keinen Frieden, er hatte keine Ruhe, auch als Gläubiger, sondern wir wurden auf alle Art bedrängt von außen Kämpfe und von innen Ängste. Also das ist der Paulus und er ist unser Vorbild und er sagt, er hat Kämpfe in seinem Leben. Und dieses Kämpfe, was da steht, das heißt übersetzt eigentlich Schlachtfeld. Das heißt, der Paulus hat in seinem gläubigen Leben oftmals ein Schlachtfeld. Wisst ihr, jetzt sehe ich mir das mal ganz nüchtern an. Der Paulus, der große Paulus, hat Kämpfe. Und jetzt gucke ich mal in mein Leben, jetzt guckst du mal in dein Leben. Wo hat er denn Kämpfe gehabt? In seinem Alltag, in seinem normalen Alltag. Wo haben wir Kämpfe? In unserem ganz normalen Alltag. Wir schweben ja nicht als Christen irgendwo über den Wolken, sondern wir sind ja ganz normale Bürger hier auf der Erde. Und hier sagt die Bibel, wir haben Kämpfe. Ja, wo finden die Kämpfe statt? Im Alltag. Die finden statt in der Ehe. Wisst ihr? Wir Gläubigen. Wisst ihr, ich sehe das ja. Und ich nehme mich damit runter. Bei uns Gläubigen, das war so am Anfang meines Bild, bei uns ist immer alles wunderbar und schön, aber wenn du mal hinter der Fassade kratzt und die Leute mal ehrlich werden, dann guckst du auf einmal, die haben ja auch Kämpfe. Die haben Kämpfe in der Ehe, die haben Kämpfe in der Familie, die haben Kämpfe mit ihren Kindern. Wisst ihr, ich dachte immer, wenn die kleinen Kinder so klein sind, die sind sehr anstrengend, und dann denkt man immer, hoffentlich werden sie bald größer, dass Ruhe ist. Je größer die werden, umso schlimmer. Wir haben liebe Kinder, aber es hört ja nicht auf. Das heißt, auch da hast du Kämpfe. Du hast Kämpfe bei der Arbeit, du hast Kämpfe in der Gemeinde. Das ist normal. Diese rosarote Brille, dass auch in den Gemeinden alles rosarot ist. Ich komme ja ein bisschen rum und rede auch mit der Gemeindeleiter. Also eins kann ich euch sagen, die haben Bedrängnis in der Gemeinde. Und Paulus hat sie auch, er sagt, er hat Kämpfe in der Gemeinde selbst. Also, was ich sagen will damit, Kämpfe sind absolut normal. Wisst ihr, ich werde immer stutzig, wenn ich mit Gläubigen spreche und ich sage mir, ich habe schon lange keine Kämpfe und keine Herausforderungen mehr gehabt. Das größte Kampffeld, das ich habe, ist mit Glaubensrichtungen, die dir Jesus anpreisen, als wenn du zu Jesus kommst, dann ist dein Leben voller Fülle und alle Probleme hören auf. Ja, Entschuldigung, entweder läuft bei mir was falsch und bei meinen Geschwistern läuft was falsch oder bei denen läuft was falsch. Es ist einfach keine Realität, dass wenn du zu Christus kommst, dass dein Leben nur noch auf Wolke 7 ist. Ja, ist einfach, und Paulus sagt, so ist es. Es ist eben genau nicht so. Wisst ihr, und als ich jetzt in der vergangenen Zeit Herausforderungen hatte, ich sag mal, es waren Kämpfe, ja, es waren Anfechtungen, Kämpfe, dann habe ich mir Bruder geschrieben in meiner Not, der ist 45 Jahre im Glauben und ich habe mich am Anfang nicht getraut, weil ich dachte, was denkt der von mir? Wisst ihr, man darf es ja nicht sagen, dass man Kämpfe und Bedrängnisse hat. Und ich habe ihm dann geschrieben, wisst ihr, und dann kam Öl auf mein Haupt, er hat mir nämlich zurückgeschrieben, mir geht's genau gleich. Wir haben dieselben Kämpfe, ich bin gerade auf einer Konferenz, da bricht alles zusammen, in der Ehe werde ich angeschossen. Weißt du, das sagt mir ein Mann von 45 Jahren im Glauben, normal. Weißt du, und das war für mich so ein bisschen ein Trost, dass wir einfach in einem Boot sind, wenn wir Kämpfe haben. Es ist nichts Normales.
Woher kommen denn diese Kämpfe? Das ist ja die zweite Frage, wenn ich dem Herrn Jesus nachfolge, warum werde ich die ganze Zeit angeschossen? Und ich rede jetzt nicht, wenn ich Bedrängnis habe von Sünden, die ich ja selbst verursache, sondern Kämpfe, die einfach kommen und ich kann nichts dazu tun. Die Bibel sagt in Epheser 6, das hat uns der Tobi dankbarerweise schon gelesen, er sagt, unser Kampf, den wir führen, ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern, Paulus sagt in Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, die Gewalten, die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Die Bibel sagt hier ganz klar, dass es Mächte gibt, die beherrschen diese Welt. Und die Bibel sagt ganz klar, der Teufel ist der Herrscher dieser Welt. Und diese Mächte, diese okkulten Mächte sind es eigentlich, die greifen uns an. Wisst ihr, Okkultismus, diese Finsternismächte, ich glaube, wir sind oft sehr naiv, wir Gläubigen, weil wir das nicht sehen. Aber wenn du mal guckst, ich habe jetzt auch gerade wieder ein Buch auf dem Tisch vom Hindu, der mit diesen Finsternismächten auch in Kontakt kam. Ich habe Zeugnisse von Satanisten. Wisst ihr, diese Dinge würden ja nicht funktionieren, wenn da etwas dahinter ist. Und diese Zeugnisse, die diese Menschen da geben, das ist brutal. Die sagen, lasst euch auf eins nicht ein mit diesen Finsternismächten. Ja, das ist Gewalten dahinter, die können dich sowas von zerstören. Wisst ihr, jetzt müssen wir uns einfach das klar machen, wir leben hier auf der Welt, der Teufel ist der Herrscher dieser Welt und er will jetzt eins bei den Gläubigen machen. Er kann sie nicht mehr fangen, das Heil haben sie, aber er möchte sie natürlich zerstören, dass sie keine Freude haben, dass sie kein Zeugnis in dieser Welt sind und das macht der Teufel. Und daher kommen diese Anfechtungen, diese Kämpfe. Diese Kämpfe, die der Teufel hier macht, die kommen vor allem, und das ist, finde ich, eine Tatsache, sagt die Bibel in Epheser 2, vor allem über die Gedanken. Ja, das fängt meistens an in den Gedanken, dass du Kämpfe bekommst in den Gedanken. Ich meine, es gibt Geschwister, die haben auch Kämpfe körperlich, aber meistens, diese Anfechtungen fangen im Denken her an. Das sagt die Bibel ganz klar. Das ist wie eine, ich habe es mal, wie eine Terroristengruppe, wie eine Guerillagruppe. Wisst ihr, was Guerilla ist? Das sind ja kleine Gruppen. Ja? Die kämpfen von der Population, von der Größe her, sind eher winzig im Gegensatz zu einer Riesenarmee. Aber die können unglaublich viel Schaden anrichten. Und so ist eigentlich der Teufel und die Finsternismächte. Die sind verhältnismäßig klein, haben eigentlich keine Chance gegen Gott, aber sie können einen unglaublichen Schaden anrichten. Und eben gerade durch die Gedanken, gegen unser Denken. Ich möchte mal ein Beispiel nennen, damit es nicht so abstrakt ist, wie das passieren kann. Wisst ihr, ich bin am Freitag vor der Karfreitag-Predigt, habe alles ausgearbeitet gehabt, sitze hinten mit meinen Brüdern noch 5 Minuten vor der Predigt und dann kommt mir der Gedanke, während wir predigen, das kannst du nicht predigen. Das, was du da hast, ist ja absoluter Müll. Ja, jetzt ist das Haus noch voll, was denken die Leute, wenn du sowas predigst? Wisst ihr, jetzt fängt das an. Durch die Gedanken, da hat keiner was gesagt. Und dann habe ich angefangen zu denken, habe ich vielleicht noch die Predigt von letztes Jahr, merkt ja vielleicht sowieso keiner, wenn ich Glück habe, dann nehme ich halt die war ja nicht schlecht. Wisst ihr, so, woher kommt das? Ich habe mich vorbereitet, alles. Und auf einmal kommen solche Gedanken. Ich habe dann gesagt, Herr Jesus, du weißt es, ich bleib bei meinem Skript. Wisst ihr, das Wunderbare ist, nach der Predigt kam ein Bruder zu mir und sagt, es war einer der besten Predigten. Wisst ihr, aber wo kommen, ich weiß es nicht, ob das ist, aber woher kommen solche Gedanken? Wisst ihr, und das ist das, was ich aufzeigen möchte. Meistens kommt der Teufel in deine Gedanken rein und gaukelt dir irgendetwas vor. Ja, und da müssen wir schauen, was können wir dagegen tun? Mal ganz praktisch. Die Bibel sagt, der Teufel ist ein Listiger, der kommt und er weiß genau, wo er dich fängt, meistens in den Gedanken. Und mit diesen Gedanken kann sich alles drehen. Mir fällt ein Beispiel ein, das möchte ich uns erzählen. Es gibt eine Geschichte von 2 Omas, oder ich weiß gar nicht, ob das Omas sind, aber auf jeden Fall, die sitzen beim Kaffee, die trinken Kaffee, die reden wunderbar miteinander, Vögel zwitschern, Sonne scheint, ist alles wunderbar.
Die fühlen sich richtig gut. Auf einmal kommt ein Mann, klopft an die Tür, sagt: Entschuldigung, dass ich störe. Du, Schwester XY, ich habe gerade einen Anruf bekommen, dein Sohn ist gestorben. Auf einmal bricht bei der natürlicherweise alles zusammen. Die Sonne zählt nicht mehr, die Vögel gezwitschert, der Kaffee, es ist alles weg. Die Umstände haben sich nicht geändert, aber der Gedanke, der da reingeschossen ist, hat alles kaputt gemacht. Auf einmal sagt der Mann: Entschuldigung, war nur ein Spaß, ihr könnt weitermachen. Soll man nicht nachmachen. Aber wisst ihr, die hat sich aufgeregt, aber dann war wieder alles gut. Es ist nichts passiert von außen. Es war nur ein Gedanke und er hat sie fast zu Fall gebracht. Und so ist der Teufel. Er sät manchmal nur einen Gedanke und ich möchte gleich aufzeigen, wie das mal ganz praktisch geschehen kann. Wisst ihr, aber diese Gedanken, da muss man aufpassen. Ja? Mir ist es lieber, mich geht jemand körperlich an, als dass er mich geistlich irgendwie angeht, weil dann weiß ich, was Sache ist. Aber was machen wir jetzt nun ganz praktisch, wenn so etwas geschieht? Wir wissen jetzt, Kämpfe sind normal, der Teufel benutzt es, um Gläubige wegzuziehen. Er geht über die Gedanken. Was mache ich und du jetzt, um uns davor zu schützen? Die Antwort ist im Epheser 6,16, da heißt es: Vor allem aber, und da geht es um die Waffenrüstung Gottes, die wir anziehen sollen, um zu bestehen, da heißt es: Vor allem aber ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurige Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Die Bibel umschreibt es hier mit Bildsprache und sagt: Der Teufel, er schießt zum Gläubigen feurige Pfeile. Und das meistens in die Gedanken rein. Ja, wie er das macht, er weiß, wie er es bei dir machen muss. Ja, der macht es anders als bei mir. Der weiß deine Schwachstellen. Aber jetzt kommen feurige Pfeile in deine Gedanken. Und jetzt sagt die Bibel, du musst eins machen. Du musst das Schild des Glaubens dagegen halten und darfst dich nicht auf diese Spielereien einlassen. Ich war früher Fußballspieler. Ich war kein guter Fußballspieler. Wenn ich gut gewesen wäre, wäre ich jetzt in der Bundesliga und nicht hier. Ich wäre eigentlich in Rente jetzt in der Bundesliga. Aber eins habe ich gelernt als Fußballer. Wenn dir jemand den Ball entgegenspielt, dann musst du ihn stoppen. Ja? Und dann spielst du ihn wieder zurück. Wenn der Teufel dir den Ball entgegenspielt, mit seinen Gedanken, mit seinen feurigen Pfeilen, dann darfst du eins nicht tun. Stopp den Ball nicht. Darfst nicht stoppen. Und noch schlimmer ist, du darfst ihn nicht zurückspielen. Du darfst nicht anfangen, dann Nest oben zu bauen und diese Gedanken nachzugehen. Ich mache es dann wie bei meiner kleinen Tochter. Wenn die schießt, ihren Ball, dann lasse ich den schön durchrollen. Sie freut sich nämlich, sie hat dann nämlich ein Tor geschossen. Gell? Gell, du musst ihn durchlassen. Wisst ihr? Weil sonst fangst du an zu rattern, der Teufel weiß genau, der gibt noch seine Schippe oben drüber. Und das ist etwas, das können wir uns einfach nicht leisten. Wie das ganz praktisch geschieht, ist in 2. Korinther 10, die Bibelstelle, die müsst ihr euch wirklich merken. Denn da sagte Paulus etwas, wie gehen wir mit solchen Anfechtungen um, die uns in der Gedanke angreifen. Da sagt er nämlich, der Paulus ist ja super, was er da schreibt, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, das sind ja du und ich, wir wandeln ja noch im Fleisch hier, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du einen Kampf hast, du wirst angefochten, feuriger Pfeil kommt, dann darfst du eins nicht machen, fleischlich reagieren, menschlich. Ich werde gleich zeigen, wie das praktisch geht. Sondern, Bibel sagt, nicht fleischlich, sondern, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zu Zerstörung von Festungen, sodass wir die Vernunftschlüsse zerstören, das heißt unser eigenes Denken, das für uns oftmals so logisch ist, das müssen wir zerstören, sondern jede Höhe gefangen nehmen und jeden Gedanken zum Gehorsam gegenüber Christus. Was heißt das? Was sagt er hier? Ich möchte es mal praktisch darstellen. Es ist aber wirklich nur ein Beispiel, es ist nicht... Wirklich, nicht, dass irgendwelche Verwechslungen aufkommen. Ich komme hier in die Gemeinde rein, als Zuschauer, als Zuhörer. Beispiel. Jetzt ist es zum vierten Mal geschehen, dass der Pastor mich nicht grüßt.
Beim ersten Mal, zweiten Mal habe ich mir noch nichts dabei gedacht, aber beim dritten Mal wurde ich schon ganz unruhig und beim vierten Mal denke ich mir, ja, der blöde Pastor, also jetzt reicht's mir. Nach der Predigt werde ich jetzt aber mal zu ihm gehen und werde mal fragen, ob er ein großes Problem mit mir hat. Das wäre jetzt ich, wenn ich im Fleisch reagieren würde. Wisst ihr, dann rattert's bei mir. Die ganze Predigt, die höre ich dann gar nicht mehr zu, sondern jetzt fange ich an. Nach der Predigt passe ich ihn ab und will mal wissen. Das ist fleischlich. Das ist, da machst du alles kaputt. Sondern die Bibel sagt, gib diesen Gedanken, weil der Teufel weiß ja, wie du das schön kannst. Und er feuert dich noch ein bisschen an, dass du ja nichts vergisst. Und dann, aber die Bibel sagt, das darfst du nicht tun. Reagier nicht fleischlich, sondern geistlich. Nimm diesen Gedanken, der da oben ein Nest baut, und zerstör ihn und guck, was sagt das Wort Gottes. Göttlich reagieren. Und was mache ich dann? Ich als Vorbild Christ, Mensch, ich gehe zu dem Pastor hin, frage, wie es ihm geht und dann kommen wir ins Gespräch. Und im allermeisten Fall wird sich herausstellen, der Pastor hat überhaupt gar nichts gegen mich. Der Pastor hat nur einfach keine 3 oder 4 Köpfe auf seinem Hals, weil mit dem einen Kopf, da muss er nach dem Gottesdienst Kopien machen, beim zweiten muss er ein Gespräch abfangen vom Gast, beim dritten hat er eine Frage über die Heilsgewissheit und der vierte kann er halt nicht grüßen, weil er, Entschuldigung, er ist gerade voll. Wisst ihr? Aber bei den Gläubigen rattert es dann. Bei mir rattert es ja dann auch. Wisst ihr? Einfach da mal fragen, was und im Grunde genommen ist dieses Dings gegessen. Wisst ihr, das ist ganz praktisch, was wir tun sollen. Einfach zur Ruhe kommen. Ich habe gesagt, Kämpfe sind normal, Geschwister. Wir müssen uns nicht denken, es ist was falsch, sondern der Teufel greift uns an. Aber jetzt möchte ich im Recht der Predigt noch zeigen, ja, warum greift er uns eigentlich an? Warum lässt er uns nicht einfach in Ruhe machen? Warum haben wir diese Kämpfe? Und das Ding ist, weil wir, als wir uns zu Gott bekehrt haben, die Fülle, ein Paket bekommen haben, das so unglaublich wunderbar ist, ich möchte es gleich aufzeigen, dass uns der Teufel nicht gönnt. Er möchte nicht, dass die Gläubigen sich darüber freuen. Und dieses Paket steht im Epheser 1, Vers 3. Wisst ihr, das ist der Grund, warum der Teufel uns angeht. In Epheser 1,3 heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der dich und mich, die Gläubigen, gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Die Bibel sagt, wenn du dem Herrn Jesus gehörst, dann bist du gesegnet mit jedem geistlichen Segen in Christus. Was sind denn diese Segnungen, die du bekommen hast, wenn du dich zu Christus hingewendet hast? Er führt es dann aus, du bist ein Sohn oder eine Tochter des lebendigen Gottes. Ist das gut? Du bist versöhnt mit dem lebendigen Gott. Du kannst allzeit zu ihm ins Allerheiligste gehen, darfst mit deinem Vater im Himmel sprechen, durch den Herr Jesus Christus. Er hat Mitleid mit deinen Schwachheiten. Du bist erlöst durch sein Blut. Du hast den Heiligen Geist bekommen. Es ist alles da, was du zum Leben um Wandel in Gottes Furcht brauchst. Wisst ihr, warum wir uns nicht mehr darüber freuen? Wisst ihr, wir sehen uns so locker da und hören das. Sohnschaft empfangen. Wisst ihr, ich habe Theorie. Wir haben aus dem heiligen Gott einen Papa gemacht. Und für uns ist es nicht mehr wahnsinnig, wenn es heißt, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wisst ihr, woher das kommt? Das ist meine Theorie zumindest. Ich darf heute ein Sohn Gottes heißen, obwohl ich einst ein Feind Gottes war. Wisst ihr, wir haben vergessen, und die Gläubigen, wenn ich das sage, sind sie ganz geschockt, weil das kennen sie gar nicht. Der Herr Jesus wird eines Tages wiederkommen auf diese Erde, hat er uns verheißen in Offenbarung 19. Und dann wird er wiederkommen. Und es ist interessant, er hat ein Gewand an, ein weißes Gewand, das durchtränkt ist mit dem Blut. Er ist voller Blut. Und dieses Blut ist nicht von der Kreuzigung,
sondern die Bibel sagt in Jesaja 63, das kommt daher, dass der Herr Jesus so ein gewaltiges Gericht er selbst über die ungläubige Welt drüber gehen lässt, dass das Blut bis zu den Zäumen der Pferde steht. Und das Blut hat der Herr Jesus an seinem Gewand. Wisst ihr, das schockiert die Gläubigen, wenn sie sowas hören, dass der Herr Jesus mit eisernem Zepter kommt. Aber für mich ist das etwas Herrliches, weil ich weiß, vor diesem Zorn bin ich verschont, als ich mich im Glauben zu ihm genaht habe. Das ist was Gewaltiges. Wisst ihr, und jetzt habe ich nicht nur Versöhnung durch den Glauben bekommen, ich bin verschont vom Gericht, sondern er hat mir auch noch alle geistlichen Segnungen gegeben, dir und mir, obwohl ich dessen gar nicht würdig bin. Und das ist das, was der Teufel uns nicht gönnt. Das möchte nicht, dass du das kapierst, dass du jeden geistlichen Segen hast. In Kolosser 2,10 steht, denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und wir Gläubigen, du und ich, wir sind zur Fülle gebracht in ihm. Dieses Wort Fülle ist voll angefüllt, das heißt, wenn ein Glas da steht, nicht so wie hier, das ist nur drei Viertel voll, ein Glas bis oben hin, da passt nichts mehr rein. So ist es beim Gläubigen. Der Herr Jesus und der Vater im Himmel haben dir alles geschenkt, was du brauchst, um hier klarzukommen. Es ist eigentlich, wenn du es denkst, gewaltig. Wisst ihr, wir sagen oft, ich wünsche dir Gottes Segen. Und das ist keine Irrlehre, das könnt ihr ruhig sagen. Aber einem Gläubigen diesen Segen zu wünschen, ist eigentlich unnötig, weil du hast allen Segen bekommen. Du hast allen Segen. Ich weiß, das ist wahrscheinlich jetzt wieder so eine Bombe, wie das die 10 Gebote und so, ihr wisst es, aber ich werde es auch erklären. Aber wisst ihr, im Grunde genommen, biblisch zu denken ist, ich habe alles, ich brauche keinen Segen mehr. Ein Bruder hat mir jetzt geschrieben, ich danke dir für deine Predigt, die du gehalten hast, ich wünsche dir allen Segen Gottes. Ich habe ihm zurückgeschrieben, ich danke dir, Bruder, für deine Erbauung, aber den Segen brauche ich nicht, ich habe ihn schon. Oh, das wäre nicht hochmütig geworden, der schwebt da oben. Nö, die Bibel sagt, ich habe allen Segen. Wisst ihr? Und das ist das Problem, das ich mit Kreisen habe, Geschwister. Und diese Kreise kommen nicht nur aus Amerika, die befinden sich auch im Westerwald. Die sagen, die predigen zu den Gläubigen, das sind liebe Gläubige, die es ernst meinen, die sagen und verkündigen, du brauchst mehr. Du hast noch nicht alles. Du musst dich nach etwas mehr ausstrecken. Entschuldigung, wisst ihr, was das ist? Das ist die Leier des Teufels, dass du mehr brauchst. Du hast alles, ist alles da. Wisst ihr? Und das wünsche ich uns einfach, dass wir das erkennen, was uns Gott schon gegeben hat, braucht man uns nicht nach mehr ausstrecken. Ja, ich hätte noch viel, aber wenn ich das jetzt anfange, dann überziehe ich, deswegen mache ich es einfach kurz. Wisst ihr, Geschwister, letztendlich, unsere Identitätsprobleme, das, was wir sind, noch ein Beispiel. Wisst ihr, es gibt Menschen, die haben keine schöne Kindheit gehabt. Und das zieht ihnen nach, zum Beispiel. Ja? Sie wissen nicht, wer sie sind, sie können es Menschen nicht recht machen, sie konnten es dem Vater früher nicht recht machen, sie konnten es der Mutter nicht recht machen. All diese Dinge, und jetzt siehst du Menschen, die sind vielleicht 40, 50 Jahre, aber die haben immer noch einen Knacks. Ja, weil sie geprägt sind von früher. Schwachheit, ich bin nichts wert, ich kann nichts. Entschuldigung, als ich ein Kind Gottes geworden bin, da hat mir Gott alles gegeben, er hat mich angenommen, er liebt mich, er hat mich bei der Hand genommen. Was will ich mehr? Wisst ihr, und nicht nur das, er hat mich ausgerüstet für den Dienst, ich darf heute dem Herrn Jesus dienen, es ist alles da. Wisst ihr, Geschwister, und das wünsche ich mir und euch, dass wir diese Fülle in Christus erleben, dass wir wirklich zur Ruhe kommen und wenn diese Angriffe kommen, dass wir dem Teufel keinen Raum geben, sondern sagen, es steht geschrieben, ich habe alles, ich höre nicht auf deine Stimme, Teufel, sondern es steht geschrieben und ich stelle mich da drauf, Geschwister. Und das wünsche ich uns. Ich möchte zusammenfassen, Kämpfe sind absolut normal, brauchen uns nicht beunruhigen, es sollte uns eher beunruhigen, wenn wir keine Kämpfe mehr haben, dann stimmt nämlich irgendwas nicht. Kämpfe sind normal, die Pfeile werden abgeschossen, wir müssen sie mit dem Glaubensschild abwehren,
nicht annehme, zurückspiele den Ball, einfach lasse. Wir müssen uns auf Gottes Wort stellen und dann kommen wir auch durch die Endzeit und durch diese Angriffe hindurch. Ich möchte schließen mit Epheser 1, Vers 17. Da heißt es, und das ist jetzt ein Gebet des Paulus, und das müsst ihr ganz praktisch, das ist eine Anwendung für euch, das müssen wir beten. Was betet der Paulus für die Gläubigen? Er sagt, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Vollerkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, und jetzt kommt es, damit ihr wisst, ihr fühlt es nicht, was euch in euch drin ist, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben. Gott hat uns ein unendliches Paket gegeben in der Bekehrung. Es ist wirksam in uns, es ist alles da, aber die Bibel sagt, ich muss es glauben. Ja, und wenn ich es nicht glaube, dann wird dieses Paket nicht wirksam, egal was der Teufel sagt. Das wünsche ich uns, dass wir diese Erkenntnis immer mehr bekommen. Ich möchte noch zum Schluss beten. Herr Jesus, wir danken dir für die Fülle, die wir in Christus haben, in dir, Herr. Wir haben nichts dazu getan. Wir wollen uns freuen über dieses Paket, das du uns gegeben hast. Wir sehen aber auch, dass der Teufel uns dieses Paket nicht gönnt, Herr. Wir sind angefochten durch Kämpfe, durch Freudlosigkeit, Ruhelosigkeit. Herr, du sagst, wenn wir auf dich blicken, Herr, wenn wir im Glauben voranschreiten, dann wirst du dich um diese Dinge kümmern. Wir wollen bitten, Herr, dass wir keinem Raum dem Teufel geben, auch diesen Gedanken nicht, sondern dass wir sie im Glaube zurückschlagen, dass wir mehr hier auf dieser Erde ein Zeugnis sind und uns nicht in Nebensächlichkeiten verfangen, Herr. Der Teufel ist schlichtig, Herr, du bist größer und dafür preisen wir dich. Amen.